Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schoki Banuki Daily, dem Angeberwissen, das euch über den Alltag hilft. Durch den Alltag, bei dem Alltag, mit dem Alltag, Alltag. Schwör dich, Alltag? Ja. Das ist der Sascha. Alltag. Ich bin der Puja. Ja. Genau. Wer hat heute Geburtstag? Wer hat heute Geburtstag? Heute ist der 8. März. Frage. 8. März und wer hat heute Geburtstag? Heute hat ein Weltklasse-Tischtennisspieler Geburtstag, nämlich Timo Boll. Kenne ich! Am 8. März 1981 in Erbach ist er auf die Welt gekommen, hat das Licht der Welt erblickt. Mit dem Segen seiner Götter wurde seine Hand in Talent umgewandelt. Güldene Hand. Tischtennis war geboren. Also zumindest in Deutschland. Bislang der erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler und er gehört seit mehr als 15 Jahren zur absoluten Weltklasse. 15 Jahre absolute Weltklasse. Also das ist Timo Boll. Ich möchte euch aber noch jemanden vorstellen. Und zwar einen weitaus weniger guten Tischtennisspieler. Wir reden von jemandem, den kennt man, den will man nicht kennen. Ich sage euch einfach, wer es ist. Es ist Sascha Ehlert. Sascha Ehlert gleichte sein schlechtes Spiel durch Provozieren und Verwirren des Gegners aus. Immer wieder hat er während des Spiels die Leute provoziert und deswegen wurde er auch während der Edersee-Meisterschaft im Jahre 1992 wegen unsportlichem Verhalten aus dem Turnier ausgeschlossen. Was? Sascha Ehler. Ganz Katastrophe. Wenn ihr den mal trefft und eine Tischtennisplatte, haltet euch von beidem fern. Edersee-Meisterschaft? Was war denn da? Unglaublich. Bin ich ausgeschlossen worden? Warum? Ich habe dich ausgeschlossen, aus meinem Herzen, aus meinem Verstand, aus allem. Aber ich habe da gewonnen. Aber wie? Was denn? Durch faule Sprüche, durch Aggressionen, durch Niedermachen. Psychologische Kriegsführung. Ja, Psychologe, du kannst das kaum aussprechen. Na, ich schon. Ja, stimmt. Ja, das war. Ich bin Schwimmbadmeister 1986 in Edstein gewesen. Hatte Edstein damals schon ein Schwimmbad? Ja. Echt? Und ich war Meister. Aber bei der Tischtennisplatte? Im Rundlauf. Alleine? Rundlauf und dann... Im Doppel. Du alleine im Nein, Rundlauf. Im Rundlauf. Und dann hat man ja immer im Rundlauf, hat man, wenn man das Finale gewonnen hat, bis 3 Punkte, hat man immer drei Punkte mitgenommen. Wenn man verloren hat im Finale, hat man 1 Punkt mitbekommen. So ist der Rundlauf. Hast du nie gemacht, ne? Doch. Da waren immer 20 Kinder da und ich habe 1986 die Schwimmbad-Weltmeisterschaft. In der Gesamtschule hatten wir 2 Tischtennisplatten. Kaum hat die Klingel zur Pause geklingelt, da sind alle runtergestürmt, weil die eine Platte war für One-on-One und die andere musste Rundlauf sein. In der Gesamtsonderschule? Vergiss das Gesamt. Und ich habe natürlich meistens meinen Schläger vergessen. Also habe ich mit der Hand gespielt, bis ein anderer ausgeschieden ist und habe mir dann von ihm den Schläger geborgt. Was ist denn das überhaupt für ein Bild? Das ist ja mindestens mal 20 Jahre alt. Das ist 50 Jahre alt. Alter. Damals hattest du noch einen Grund zum Grinsen. Was ist noch passiert am 8. März? Sag mal. Der Papst Pius hat den Verbot von Mich-Ehen aufgehoben. So. Ja, das war 1909. Hat Papst Pius der Zehnte ja. Hat Mich-Ehen dann wieder sozusagen freigegeben. Ja, vorher waren nur Katholiken. Vorher waren nur Dischehen und jetzt waren es auch Mischehen. Mischehen und Dischehen. Nein, nein. Ah, okay, so religiöse Geschichte. Ja, ja. Vorher durften nur Katholiken und Katholiken so. Und dann, ab da durften dann die Mischehen, dann waren denen zugelassen. Wieso? Hat er einfach mal hochgerechnet. Also, wenn ich nur die Katholiken miteinander poppen lasse, dann sind wir in 4000 Jahren ausgestorben. Wahrscheinlich. Hat er sich gedacht, war eine wirtschaftliche Angelegenheit. Bisschen fremdes Blut. Ja. Was soll das? Ne? Alles eine Suppe. Ja, das war am 8. März 1909. Ist ja der Hammer. So, ich glaube, ich muss jetzt noch mal kurz aufs Klo. Kannst du so lange weitermachen ohne mich? Ich werde müssen. Gut. Servus, Sascha. Hey, Dr. Brausefrosch. Ich habe mich einfach mal wieder reingeschlichen. Ich habe euch nämlich was Schönes mitgebracht. Wir haben gerade erst über Papst Pius gesprochen. Ne? Ja, Pius ist das nicht der mit den Mischehen in Ungarn? Ja, ja, genau. Ach komm, erzähl mir nichts. Was du nicht alles weißt. Habe ich studiert neben ich wurde von meiner Amme gestillt und habe nebenbei hier noch ein bisschen... Wikipedia, das Buch damals habe ich mir. Das ist Wikipedia, das Buch. Wikipedia-Buch, genau. 1950, am 8. März, gibt die Sowjetunion bekannt, eine Atombombe zu besitzen. Das sowjetische Atombombenprojekt war die Reaktion der Sowjetunion auf das deutsche Uranprojekt und das US-amerikanische Manhattan-Projekt. Manhattan kennt man ja, ne? Manhattan oder Manhattan nicht? Genau. Und es begann Mitte der 1930er Jahre, zunächst unter der Leitung von Abram Joffe. Und ab 1941 von Igor Kurchatow. Und das Projekt endete mit der ersten erfolgreichen Zündung der sowjetischen Atombombe am 29. August 1949 und wurde 1950 zur Entwicklung einer Wasserstoffbombe wieder aufgenommen. Und am 8. März wurde bekannt gegeben, dass sowas existiert. Richtig. Am 8. März wann? Habe ich doch gesagt, am 8. März 1950. Nur für mich nochmal. Ja, ja. Ah, okay. Ihr passt auf, ja. Oder?
Genau. Kennst du den Unterschied zwischen einer Atombombe und einer Wasserstoffbombe? Du wirst es mir jetzt erklären, Dr. von und zu Brausefrosch. Dann will ich das mal machen. Also, eine Atombombe an sich ist schon schlimm genug. Aber die schlimm genug. Kernreaktion bei einer Wasserstoffbombe ist um ein Vielfaches höher. Das Interessante dabei ist, dass in einer Wasserstoffbombe eine Atombombe schon bereits installiert ist, wenn man so will. Das heißt, auch da wird das angereicherte Uran zur Explosion gebracht. Und das ist aber letztendlich nur der Zünder für die Wasserstoffbombe. Und da ist einmal so, nochmal, ein Bums mehr. Das sind einige Bümse mehr. Hat die Bumse macht und Nutzen. Aber so eine Atombombe ist ja schon ein ziemlicher Bums. Ja. Aber ein größer Bums, was ist ein... Das kommt halt auch auf die Größe der Atombombe an und auf die Größe der Wasserstoffbombe. Also töter als tot ist man dann. Getöteter. Ja. Da wird ja in Kilotonnen TNT wird da gerechnet. Du, Dr. Brausefrosch, ich glaube, der Pujan kommt gleich wieder. Ah, auf den habe ich musst, glaube ich, jetzt. Du musst, glaube ich, jetzt wirklich mal dich verpieseln. Ich mach mal. Boah, Mann, ey. Hab ich einen weggestrollt. Ich meine, da bin ich wieder. Ich habe mir auch die Hände gewaschen. Dr. Brausefrosch war eben wieder da. Der nutzt jede Gelegenheit, oder? Katastrophe. Ja, ja. Aber heute hier am 8. März ist ja auch, das ist die Atom... was mit Wasserstoffbomben und sowas erzählt. Ach, der Schwätzer. Ja. Heute am 8. März ist ja auch Weltfrauentag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Weltfrauentag wurde ehemals von dem 19. März auf den 8. März gelegt. Ja? Weil am 8. März mehr Weltfrauentag gefeiert wird. Ja, Weltfrauen ihre Tage. Da ist einfach... ja, weil... An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an alle Frauen auf dieser Welt. Die ich jetzt nicht angesprochen habe, sorry. Das war's wieder. Eine wunderschöne Folge von Schoki Banuki Daily. Bleibt dran, morgen geht's weiter. Tschüss. Cheerio, Miss Sophie.